Hallihallo Leute, willkommen zu diesem Deck-Profile mit den Windwitch Spellbooks. Ja. Horus ist auch da. Hallo. ja, ich lasse ihn mal ein bisschen kommentieren, ist sein Deck. Ich mache hier mal nur den Regie-Part. Fangen wir mal vorne an mit zweimal Rayo. Genau, wir spielen Rayo, weil er momentan eigentlich primär, weil er ein Beatstick ist. Der halt den netten Nebeneffekt hat, dass er die Gegner am Suchen hindert, ist sinnvoll gegen Zodiac, gegen Dinosaur. Dinosaur True King hilft extrem, es hilft gegen die True Dracos. War halt so eine gute Ergänzung, weil wir in dem Deck selber, abgesehen von den Spellbooks, eigentlich so gut wie nichts suchen. Ja, eine alte Karte, schon lange nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt, aber coole Sache. Dann haben wir dreimal Märchenschweif Mond. Ist so eine Ergänzung zu Rayo, einfach weil sie sich super mit dem Crystal Wing ergänzt. Die Karte ist erstens ziemlich unterschätzt, denn sie kann sich zum einen selber suchen, zum zweiten bounzt sie beim Gegner nervende Monster weg. Und wenn man ein bisschen das Deck des Gegners kennt, ein bisschen seine Karten zählt, kann man damit auch ganze Spielzüge unterbrechen. Und da sie selber auch auf die Hand zurückkommt, kann man sie jeden Zug wieder ausspielen, weil normalerweise man noch einen Crystal Wing in der Extra-Deck-Zone liegen hat, der einem die gröberen Monster vom Hals hält. Dann kommen wir zu den eigentlichen Akteuren in diesem Deck. Die übliche Windwitch-Sache, also 3-2-1. Genau, ich spiele manchmal sogar, ich probiere momentan ein bisschen rum 3-3-2 zu spielen, denn das Problem ist, häufig, dass der Gegner den ersten Crystal Wing wegnehmen kann und man aber eigentlich gerne noch einen zweiten reinbringen würde. Problematik ist, dass man halt nur eine Schneeglocke drin hat und eigentlich zwei Glasglocken auch ein bisschen zu wenig ist. Also oftmals hätte man gerne noch eine dritte oder eine zweite bzw. dritte Karte zur Verfügung, aber momentan ist es konstanter so, wie ich es jetzt spiele, also mit 3-2-1. Ja. Das andere wäre mehr so eine Side-Deck-Option, oder? Ja, oder man könnte die Rayos rausnehmen und dann auf 3-3-2 gehen, irgend sowas. Okay. So, jetzt wird es ein bisschen teurer. 3 Ash Blossoms und 3 Ghost Ogres und ein Maxi, das sind mal die Handtraps. Ist so der Standard-Handtrap-Core momentan. Maxi ist einfach die beste Handtrap, die es gibt. Ghost Ogre killt Zodiac, es killt True Dracos, es ist gegen Dinosaurier recht hilfreich und bei Ash ist genau dasselbe. Interrupted halt alles und ihr braucht Handtraps in diesem Deck. Ja, absolut. Gibt es Alternativen, wenn man sich jetzt keine Ghost Ash leisten kann? Ja, man kann es auch mit dem Drawn Lockbird versuchen. Ist besser gegen die True Dracos, ist ein bisschen schlechter gegen die Dinosaurier, weil die theoretisch mit einem Oviraptor auskommen pro Zug. Ja, kann man versuchen, wenn man will. Okay. Dann kommen wir zum ersten Spellbook, dem Spellbook Magician of Prophecy. Genau, man spielt hier ein, wir spielen hier ein Prophecy, da der durch das Spellbook of Secrets gesucht werden kann und danach eine weitere Spellbook suchen kann, also beispielsweise Spellbook of Knowledge. Also man kann ihn rausbringen, neben dem Crystal Wing als Beispiel, Spellbook of Secret suchen, mit Secret ein Spellbook of Knowledge und dann den Kleinen wieder wegopfern, um zwei weitere Karten zu ziehen. Man braucht hier nicht mehr als einen. Man kann den sogar, oder ich nehme den relativ oft raus in Match 2 und 3, weil es ihn nicht unbedingt braucht. Aber er bringt halt die Engine etwas besser zum Laufen. Okay. Ja, dann machen wir doch gleich weiter mit den Spellbooks. Auch hier haben wir 3, 2, 1, passend zu den Windwitches. Genau, ist auch so, es gibt Leute, die spielen 3 Spellbook of Knowledge. Ich lasse es hier sein, weil ich durch den Tower die beiden anderen recyceln kann. Außerdem, das Spellbook zu aktivieren, wollt ihr ja eigentlich eben den Prophecy wegtributieren oder opfern oder auch mal ein Spellbook of Secrets ablegen. Und eigentlich reichen 2, weil die Karte ist im Zweifelsfall tot, während ein Spellbook of Secrets noch, wie gesagt, einen Prophecy suchen kann, der die Combo auch wieder lostritt. Ja. Ah, das ist cool am Buch. Es kann halt nicht nur die Spells suchen, sondern auch den Magier. Genau. Das ist wirklich praktisch. Dann kommen wir so ein bisschen zu den One-Offs. Da haben wir Raigeki, Book of Moon und Soul Charge. Ja, muss man nicht viel zu sagen. Raigeki ist genial, Soul Charge ist sowieso Pflicht und
Book of Moon ist im momentanen Format auch eben, wie gesagt, gegen Zoodiacs oder andere Decks, die halt auf die extra Monsterzone zielen, einfach eine perfekte Karte, weil ihr könnt die Karte umdenken und Zoodiac macht dann eigentlich so gut wie nichts mehr. Ja. Dann haben wir noch zwei Cosmo-Zyklon. Auch hier Staple-Karte. Absolut. Sowie zweimal Forbidden Chalice. Spiele ich ja auch primär gegen alles Mögliche. Die Karte ist momentan eine der besten Tech-Karten, die es gibt. Sie hält Rancia auf. Sie ist unter Umständen nicht nützlich gegen Masterpiece. Ihr könnt Oviraptor damit stoppen. Ihr könnt den Conductor könnt ihr damit stoppen. Ihr könnt den großen True King, das Level 9er XE, könnt ihr damit stoppen. Die Karte ist ein ziemliches Out gegen jedes fiese Monster, das wir momentan drin haben. Ja, und im eigenen Zug halt so gut wie eine Handtrap eigentlich. Genau. Das ist wirklich eine coole Sache. Dann kommen wir zu den Traps, wenn wir schon bei Handtraps sind. Da haben wir zweimal Spiegelkraft drin. Genau, ich bevorzuge momentan die normale Spiegelkraft gegenüber der Schirmischen, weil ihr wollt gewisse Karten momentan dem Gegner nicht auf die Hand geben. Ihr wollt so Dinge wie Conductor oder Oviraptor wollt ihr dem Gegner nicht auf die Hand zurückgeben. Die True Kings übrigens auch nicht, weil in Zoodiacs ist ein bisschen dasselbe. Also ihr wollt die Dinger eigentlich in den Friedhof bekommen und ihn nicht zum Beispiel eine Drancia zurück ins Extra-Deck legen. Und daher ist die normale Spielkraft momentan effizienter. Selbiges gilt auch bei den True Dracos, weil die einfach wieder beschworen werden können. Die fallen und Zauber aktivieren sich wieder und sie legen wieder von vorne los. Ja. Im Friedhof sind sie dann wenigstens fürs Erste weg. Der einzige Grund, warum man die Stürmische spielen könnte, wäre fürs Mirror Match, weil ihr mit der normalen Spielkraft einen Crystwing nicht wegkriegt, aber mit der Stürmischen schon. Aber die Mirror Matches sind momentan relativ selten, daher lohnt sich die normale Spielkraft momentan mehr. Alles klar. Also mal auf das gute alte Pferd setzen, statt aufs neue. Dann haben wir eine Zwangsevakuierung und ein TT hier drin. Beides Superkarten, die Compulse unterstützt Luna ein bisschen. Ihr könnt auch mal ein eigenes Monster zurückgeben, also ein Rayo oder so retten, falls den Gegner wegräumen will. Tarantula ist auch momentan eine ziemlich gute Fallenkarte. Ihr könnt einem Zoodiac das ganze Feld wegräumen, wenn er mit seinen Kombos durch ist und er macht halt einfach nichts mehr. Selbes bei einem Dinosaurier. Ja. Ja, und dann noch zu den letzten vier Fallen. Da haben wir einmal das Solem-Quartett. Auch hier. Ich bevorzuge Solem über Dimension Barrier momentan, weil die Barrier hält zwar Zeus im Endeffekt effektiver auf. Allerdings, wie gesagt, es kommen mehr Dinosaurier-Spieler, es kommen mehr True Draco-Spieler und gegen die wollt ihr nicht unbedingt eine Barrier im Main Deck haben, sondern vielleicht eher im Side Deck, während der Strike halt grundsätzlich konsequent alles wegräumt. Ja, absolut. Ja, das war schon vom Main Deck. Was sind das? 40 Karten? 40 Karten. Ich spiele generell alles mit 40 Karten. Ah, okay, cool. Weil alles drüber ist meiner Meinung nach nicht so effizient, wie es irgendwie geht. Ja, man sieht dann halt seine Sachen nicht so, wie man es bräuchte. Genau. Das ist schon so. Dann haben wir zu den Extra Deck Karten. Da haben wir einmal den Super Quantal Mech Ungeheuer Grandpulse. Genau. Ein Level 3er oder ein Rang 3er XE. Es kommt hin und wieder vor, dass ihr beispielsweise durch die Handtraps oder durch die kleine Windwitch, also die Tausender, zu viele Level 3 Monster auf dem Feld habt, die wirklich halt schwach auf der Brust sind und nichts machen können. Ich habe hier ein bisschen gespielt mit den Karten. Ich wollte Breaksword wollte ich mal reinnehmen, etc. Aber Grandpulse kommt am Ende besser, weil er halt eine Zauberfallenkarte wegräumen kann. Und im Zweifelsfall ist er eine 2800 Wall. Das ja. ist. Ich sag mal, nützlicher als ein Breaksword, in meiner Augen zumindest. Ja, absolut. Dann haben wir noch den Friedhofskiller schlechthin, Abyss Dweller. Genau, ist Standard gegen True Dracos und gegen die Dinosaur, die Karte rauszubringen und den Zug abzugeben, ist eigentlich schon Auto-Win. Genau, das ist wirklich eine sehr gute Xyz-Karte. Dann haben wir den Castell für die Feldkontrolle. Genau, ist auch Staple, genauso wie die nächsten beiden Karten. Genau, Tornado Drache und Daigusto. Vorteil hier auch, das sind beides Windmonster, das heißt, ihr könnt die, also alle drei sind Windmonster, das heißt, ihr könnt die auch benutzen, nachdem ihr die Level 4 Fairy Tail benutzt habt, weil die beschränkt euch leider auf Level 4 auf Windmonster aus dem Extra Deck, aber dass das hier alles Windmonster sind, könnt ihr die weiterhin benutzen. Ah, das passt natürlich dann gut rein. Genau. Dann haben wir noch einen Hexer hier, und zwar den Trapezmagier. Der ist so ein bisschen Nischenfüller, weil ihr könnt ihn hier, für alle, die nicht wissen, was er kann grundsätzlich
im Spielzug eines beliebten Spielers ein Monster, also ein Material abhängen und dann ein Monster wählen. Das Monster darf in dieser Battle Phase zweimal angreifen, wird danach aber zerstört. Das ist der eine Effekt. Den nutzt man entweder, um OTKs hinzukriegen, habe ich jetzt persönlich in dem Deck noch nie gebraucht. Der zweite Effekt von ihm ist, ihr bekommt keinen Effektschaden, der seinem Angriff entspricht oder niedriger ist. Sprich, ihr kriegt normalerweise keinen Schaden von Karten, wenn sie euch nicht mindestens 2500 Schaden direkt zufügen. Schwierig momentan wegen den Chainburn-Decks, die rumliegen. Und es hat einfach so, man hat in dem Deck, in dem Extra-Deck sowieso ein bisschen viel Platz, sage ich mal. Und der Trapezmagier schaltet grundsätzlich einfach das Deck komplett ab. Ja. Also sämtliche Burn-Decks machen dann grundsätzlich nichts mehr und ihr könnt über die drüber laufen. Auf jeden Fall eine sehr interessante Karte. Und dann haben wir noch eine Winterglocke hier drin. Sie auch nicht immer. Ja, ist bei den Windwitches fast ein bisschen Pflicht. Ist grundsätzlich halt einfach, ihr könnt gegen nochmal 800 Schadenspunkte mehr hinzufügen. Wie gesagt, der Platz ist hier relativ großzügig gefächert. Also kann man auch das Synchro-Monster der Windwitches reinnehmen, einfach für den Additional Damage. Ja. Damit man im First Turn im Optimalfall 1300 Schadenspunkte austeilt und dann halt trotzdem auf den Crystalline kommt. Genau, so im Prinzip das hier statt Clearwing dann. Nee, Clearwing ist auch drin. Ja, klar, aber einfach, das ersetzt dann in der Combo. Ach so, die. Ja, genau, ja, genau. Okay, okay. Ist halt immer ein bisschen risky, weil Problem, wenn man mit der Witch hier einen Ghost Ogre frisst, ist es ein bisschen doof, aber normalerweise kriegt ihr den Ghost Ogre schon auf einen der vorherigen Combo Pieces, ergo könnt ihr die Karte relativ safe benutzen, wenn ihr bis dahin eure Monster noch am Leben habt. Wenn ihr nicht schon gehogert wurde. Genau. Dann haben wir noch ein Janbara. Ist so die Karte, die ich am seltensten rauslege, ist auch für die OTKs grundsätzlich, wenn es mal nicht anders geht. Wie gesagt, beispielsweise die kleine D-Level einer Glocke plus eine Luna oder sowas, ist eher so eine Karte fürs Late Game, weil der Crystal Ring beispielsweise schon weg ist oder er gar nicht mehr kommen kann, weil einfach die Combo-Pieces weg sind, könnt ihr mit Janbara auch nochmal 4000 oder ein bisschen mehr Schaden reindrücken. Also ist mehr so eine Late Game, eine optionale Karte. Ja, also nur so ein bisschen pushen. Genau. Genau. Dann haben wir die meistgefürchteten Karten vom ganzen Extra-Deck, würde ich sagen. Und zwar Clearwing und Crystalwing in doppelter Ausführung. Genau. Der Hauptgrund, dass die doppelt drin sind, ist dadurch Lüder Zajim, also das Erde-True-King. Wenn ihr den im First Turn, ich sag mal, kassiert und der Gegner euch das Extra-Deck durchsuchen und drei Karten weglegen darf, wird er euch normalerweise den Crystal Ring und den Clear Ring weglegen. Er darf aber keine Karte doppelt weglegen. Da haben hier jeweils zwei drin, damit er, selbst wenn er die Karten weglegt, ihr immer noch auf die Karten zugreifen könnt. Ja, also so ein kleiner Fallstrick noch drin. Genau. Gute Sache, gute Sache. Dann haben wir noch drei Karten, die jeweils einmal drin sind. Das sind einmal Stardust, einmal Leo. Und was ich auch spannend finde, ist Vermillion. Genau, Stardust ist so eine zusätzliche Option zu Crystal Wing. Ihr holt normalerweise immer Crystal Wing mit der Standard-Kombi. Kann aber auch mal sein, dass ihr durch beispielsweise eine Fairytale Luna und den Level 4er Empfänger auf den Crystal Wing gehen wollt, weil ihr könnt damit nicht auf Stardust gehen wollt, weil ihr könnt damit nicht auf Crystal Wing, weil Crystal Wing ja ein Synchro-Monster braucht, ihr das damit habt, ist einfach auch ein bisschen Ausweg und das Monster muss ja oder sollte Wind sein, wegen der Glasglocke. Nehmen wir jetzt Stardust Dragon. Leo ist so, oder Leo und der Mac Dragon sind so ein bisschen optional für Stufe 9, Stufe 10. Es kommt im Deck vor, dass ihr wirklich mal auf Stufe 9 oder Stufe 10 gehen könnt oder wollt oder müsst. Und mir ist so beim Testen ein bisschen aufgefallen, wenn die Karten fehlen, ja, es kommt so in einem von 10 Duellen vor, dass ihr eine Karte von dieser Stufe haben möchtet und sie dann nicht parat habt. Und das ist dann, ja, ein bisschen doof. Ergo, Leo ist halt die beste 10er-Karte, weil kann auch durch Drancy oder so nicht angezielt werden. Und der Mac Dragon ist da drin, weil das einzige Level 9er Synchro-Monster ist, das einen Empfänger und nicht Empfänger braucht. Also nicht zwei, wie beispielsweise Trishula, sondern mit 1 und 1 gemacht werden kann. Ja, okay.
Ja, das war's eigentlich schon vom Deck Profile als solches. Vielleicht noch ganz kurz, was denkst du ist so das beste und das schlechteste Matchup, was du haben kannst mit dem Deck? Lustigerweise, das beste Matchup, das ich momentan habe, sind Dinosaurs oder True Draco Dinosaurs. Zudeck geht auch recht gut, weil wenn ihr Zudeck kennt, wisst ihr genau, wann ihr welche Karte aktivieren müsst. Und wenn ihr so ein bisschen die Schwachpunkte von Zudeck kennt, beispielsweise, dass sie halt jede Extra-Deck-Beschwörung nur einmal pro Zug machen dürfen, oder dass sie zum Beispiel, wenn die Red nicht mehr da ist und die auch keine Barrage mehr, sie nur schwer ins Spiel reinkommen, ihr könnt damit, wie gesagt, Zeus und die Dinosaurs relativ gut countern. So, das schwierigste Matchup ist das pure True Draco Demise Deck. Ist ein bisschen schwierig. Sie kriegen zwar den Crystal Wing so gut wie nicht weg, weil sie haben genau ein Out normalerweise, das ist die eine Stormfront. Sie können euch aber auch recht gut ausstallen, weil dadurch, dass sie eure Monster, oder dadurch, dass das Deck nicht so, ich sag mal, swarmen kann, kriegen sie durch ihre Wiedergeburtskarte, ihr kriegt ihr Feld nicht weg. Ihr müsst da ziemlich gut, oder ihr müsst da in Game 2 und 3 reinsiten. Vielleicht hoffen, dass ich den Gegner mit einem Burn Damage runterkriege. Das können die Wind Witches ja auch. Ja, das ist so ein bisschen das schwierigste Matchup. Aber gegen Zoo und Dinosaurs funktioniert erstaunlich gut. Okay, cool. Ja, das war's vom Deck Profile der Spellbook Wind Witches oder der Wind Witch Spellbooks. Wie rum ist es richtig? Spellbook Wind Witch. Spellbook Wind Witch. Genau. Okay, cool. Schaut doch in der Videobeschreibung vorbei, ihr findet da wie immer die PDF-Deckliste und die YDK-Datei für Yu-Gi-Oh! Pro und Death Pro. Das war's von uns für den Moment. Wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen, wäre klasse. Lasst doch auch ein Abo da, dann verpasst ihr nicht die nächsten Folgen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao Leute. Tschüss.